Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Heute soll es darum gehen, wie denn so eine Geradengleichung in der analytischen Geometrie aufgebaut ist und wie man so eine Geradengleichung genau nutzt. Ich möchte euch in diesem Video eine Grundlage der analytischen Geometrie nahelegen. Alle Gebilde sind aus Punkten, Geraden und Ebenen aufgebaut, die sich dann zu Tetraedern, Pyramiden, Flächen und anderen Formen zusammenspielen. Hier seht ihr zwei Geradengleichungen. Das erste Triple untereinander, es ist sozusagen der Ortsvektor und das zweite ist mit einer Variable versehen. Einige Schulen verwenden auch μ und Lambda, andere R und S, andere wieder S und T. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das kann durchaus nach Schreibweise variieren. Immer ist diesem aber gemein, dass wir hier eine Gerade in Parameterdarstellung haben. Der erste Vektor, den wir hier sehen, diese ersten drei Dinger untereinander, dabei handelt es sich um den Ortsvektor. Das ist quasi ein Punkt, auf dem sich die Gerade befindet. Angenommen, wir haben eine Strecke, dann wäre das der Punkt, dass ich sage, ich laufe zu Hause los in Richtung Schule. Der hintere Vektor ist der Richtungsvektor. Das ist quasi ein Vektor, der von A nach B geht. Der hat eine Länge, eine Richtung und kann man sich als einen Pfeil vorstellen. Wir können uns das quasi so vorstellen, dass diese Gerade sagt, ich gehe von der Schule, also das ist der Ortsvektor, wo das quasi losgeht, zur Heimatstätte. Und das ist dann in einer entsprechenden Richtung, angenommen, es wäre immer geradeaus, eine entsprechende Länge lang. Und das wird uns durch den Richtungsvektor angezeigt. Ja, das war's. Danke.